wochenlang verfolgt. Dem wird niemand mehr zum Opfer fallen. Ja. Isram braucht eure Hilfe. Er ist leider. Außerdem kommt er bestens allein zurecht. Vampire. Das erzählt mir ausführlich, was los ist. Ja, mache ich gleich. Bei den Acht. Nun hört, wenn das erledigt ist, werde ich vielleicht erfahren, was Isran von mir erwartet. Passt auf, dieser Bär ist bösartig. Der Bär ist tot, Alter. So, dann wollen wir mal zum nächsten. Da oben. Sag mal, bin ich blind oder wo ist das? Da. Ah, da kann ich hinreißen, da war ich schon, das ist doch schön. Ach gut, immer diese moderne Welt, die gefällt mir. So muss es doch überall sein. Jetzt werde ich noch ein bisschen Haribo, Picobello knabbern und dann gehe ich auch ins Bettchen mit einer schönen warmen Milch mit Honig, wie es ein kleines Kind eben macht. Und wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss. So, hallo und willkommen hier bei Final bei Skyrim. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Okay. So, Mann. So, und jetzt habe ich die restliche Drachenenergie auch aufgesaugt. Aber irgendwo muss ich ja hin, wa? Ich muss mir echt die Kopfhörer leiser stellen, weil ich verstehe mein eigenes Wort kaum. Ein Augenblick. So, da bin ich wieder. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich bin ja gleich da. Ich bin ja gleich da. Das ist doch schon mal gut. Ich wusste ja nicht, dass der Drache gegen mich gekämpft hat. Mann. Das ist ja schon mal ganz super hier, wa? Ihr habt nicht zufällig einen Sack mit Lehmerkreiseln drin gesehen? Ich nee. Ich schwöre, ich habe ihn genau hier hingestellt. Vielleicht haben die Schlammkrabben ihn sich geholt. Hab ja. Erst eine gesehen. Haltet doch bitte die Augen offen, ja? Okay. Will mich? Nein, da müsst ihr euch irren. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hat er mir klargemacht, dass er meine Hilfe nicht... Warte mal, die Musik, die ist sowas von laut hier. Die schreit mir... Ich verstehe mein eigenes Wort schon gar nicht mehr. Audio. Musik. So. Lebt wohl. Hilfe! Was für ein Schlamm haben überhaupt Isa? Nein, da müsst ihr euch irren. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hat er mir klargemacht, dass er meine Hilfe nicht braucht. Oh. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er seine Meinung geändert hat. Er hat mir einige verletzende Dinge gesagt, bevor er ging. Wie dem auch sei, ich kann mich über mein jetziges Leben nicht beklagen. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet... Vampire bedrohen, ja. Quatsch mal der Bill. Jetzt erinnert er sich daran, dass ich ihm von drei möglichen Szenarien berichtet habe, in dem Vampire über das Volk herfallen. Nun, was haben Sie vor? Sie haben die Schriftrolle der Alten. Ich. Damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was Sie damit anstellen wollen. Aber in diesem Fall macht Isran sich wohl zurecht Gedanken. In Ordnung, wenn es weiter nichts ist. Es kann wohl nicht schaden, zu erfahren, was eigentlich vor sich geht. Ja. Dann kann ich mich auch besser verteidigen. Aber ich kann nicht einfach zurücklassen, woran ich hier gearbeitet habe. Dazu ist es zu nützlich. Ich brauche mindestens einen intakten Dwemer-Kreisel. Also muss ich entweder meine von den Schlammkrabben gestohlene Tasche finden oder mir von irgendwoher einen anderen Kreisel beschaffen. Ihr habt nicht zufällig einen dabei, oder? Die Zeit ist so knapp, ihr müsst euch jetzt auf den Weg machen. Hier, ich habe... Vielen Dank. Das ist nicht viel. Wo soll ich mich laut Isran hinbegeben?
Okay, wir treffen uns in der festen Dämmerwacht. Er hat einen Unterschlupf ausgebaut, nicht wahr? Bin neugierig, was er draus gemacht hat. Sobald ich hier fertig bin, mache ich mich bei den Göttern. Ich okay. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, der Drache ist tot, wa? Bis zum nächsten Mal. Das Ding ist auch leer. Wo muss ich denn jetzt hin? Darunter. So. Kann ich hier hinreißen? Das ist super. Also muss ich ja wieder zu viel laufen, wa? Na, ich lasse mich mal überraschen. Ich hoffe, meine Kleine schläft. Ich habe wieder an die 30 Firmen jetzt angeschrieben, ungefähr. Für eine sinnvolle Arbeit. Eventuell. Und, okay. Und, lass mich mal überraschen, also. Okay. Muss ich ihn jetzt angreifen, oder wie? Okay. So, da war ja auch schon mehr erledigt. Die haben ja die ganze Arbeit für mich gemacht hier. Ich war gerade etwas sprachlos, um ehrlich zu sein. So, jetzt lass mal quatschen hier. Man hat früher die Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es alleine geschafft hätte. Ich danke euch. Ihr habt mir geholfen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Herauszufinden, was Isran will. Er ist noch immer bei Stendas Stern, nicht wahr? Ja, er hat die Fesseln der Dammerwacht getroffen. So. Natürlich. Er arbeitet schon viele Jahre daran. Lässt keinen rein. Seine eigene kleine Festung. Jetzt werde ich ja sehen, was er die ganze Zeit über getrieben hat. Wir sehen uns dort. Bis dann. Abgeschlossen. Ist doch schon mal super, wa? Ich habe keinen einzigen Finger gerührt und trotzdem hat er sich bei mir gedankt, dass ich ihm geholfen habe. Dafür, dass ich die ganze Zeit so blöd in der Gegend rumgestanden habe. Okay, so kann man auch mal für seine Arbeit machen, wa? Hinreißen, genau. So, weiter geht's. Ja, ich musste mal kurz irgendwo hin. Ja, wo waren das? Ich muss jetzt hier hoch, wa? Das war aber dieser kleine Weg. Naja, das ist eine kleine Mission. Da mache ich eine Aufgabe und krieg gleich wieder 10 Aufgaben. Ich will nur eine Schachtel Zigaretten. Und dann muss ich erstmal für sämtliche Kioskbetreiber erstmal Missionen erfüllen, um überhaupt eine Zigarette zu bekommen. So fühlt man sich hier. Ja. Und du willst einen Schokoriegel und musst erstmal 10 Kilometer laufen und erstmal 3 Missionen machen, damit du erstmal genug abgenommen hast und genug Energie verbraucht hast. Ja. Falsche Richtung. Nee. Ich muss hier hoch, wa? Ja. Na, ich lasse mich mal überraschen. Ob die Mission nicht bald mein Ende hier hat. Zumindest muss ich hier nicht wieder irgendeinen Kampf verrichten. Vor der Tür. Bei dem ich mich am liebsten raushalte und so nach dem Motto. Ja. Rein in die gute Stube. Hoffentlich ist es warm. Ich bin eine Frau, mir ist immer kalt. Also gut, Isran. Ihr habt uns alle hier versammelt. Was wollt ihr von uns? Halt! Stehen bleiben! Was macht ihr denn da?